Die Atomzahl wird dargestellt durch den Buchstaben Z und die bezieht sich auf die Anzahl der Protonen in einem Kern. Und du findest die auf dem Periodensystem. Wir reden heute über Wasserstoff. Für Wasserstoff ist die Atomzahl 1, also hat sie ein Proton im Kern eines Atoms von einem Wasserstoff. In einem neutralen Atom ist die Zahl der Protonen gleich der der Elektronen, weil du in einem neutralen Atom keine Ladung hast, weil die positive Ladung der Protonen mit den negativen der Elektronen ausgeglichen wird. Jetzt zeichnen wir mal ein Wasserstoffatom. Wir wissen also, das Wasserstoffatom hat ein Proton im Kern, im Nukleus. Und wir reden über ein neutrales Wasserstoffatom. Also haben wir irgendwo da draußen ein negatives Elektron. Und jetzt stellen wir uns vor, ganz vereinfacht ist es diese Kreisform. Und damit fangen wir einfach mal wieder an. Und das ist also eine Version, ein Atom oder ein Isotop von Wasserstoff. Und zwar, das heißt Protium. Und es gibt Isotopen. Isotopen sind Atome eines gleichen Elements, die aber eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen in ihrem Kern haben. Und jetzt reden wir mal über das nächste Isotop vom Wasserstoff, das heißt Deuterium. Das Deuterium ist auch Wasserstoff. Es bleibt so, hat also weiter ein Proton im Kern und damit natürlich auch ein Elektron und es kreist da außenrum. Und wenn wir uns jetzt aber die Definition von Isotopen anschauen, es ist die unterschiedliche Anzahl von Neutronen. Protium hat also 0 Neutronen, das Deuterium hat schon 1. Wir haben hier also ein Neutron, das habe ich hier mal eingezeichnet in Blau. Und Deuterium hat also noch ein Neutron und die Neutronen haben auch Masse und deshalb hat das Deuterium auch eine unterschiedliche Masse wie das Wasserstoff. Bitte denkt dran, Sie haben immer noch die gleiche Atomzahl, immer noch die gleiche Zahl von Protonen, nämlich 1. Und du darfst nämlich die Anzahl der Protonen nicht ändern. Wenn du die Anzahl änderst, hast du ein anderes Element. Und Deuterium verhält sich eigentlich wie Wasserstoff, auch wenn es schwerer ist. Und da gibt es noch eins, und zwar ist es Tritium. Hat also weiterhin ein Proton im Neutron, ein Elektron außen. Und wir zeichnen also wieder unser Atom hier außenrum. Es hat aber eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen, nämlich 2. Deswegen zeichne ich hier jetzt mal 2 Neutronen ein. Und das sind also die Isotopen vom Wasserstoff. Und wie unterscheiden wir eigentlich von den unterschiedlichen Isotopen? Und wir geben ihnen nämlich einfach verschiedene Symbole. Und für Protium, da zeichne ich nämlich ein, das ist ein Wasserstoff natürlich. Und hier unten schreibe ich natürlich die Atomzahl hin. Also hier unten reingeschrieben mache ich eine 1, weil es steht ja auch für ein Proton im Kern. Und drüber geschrieben, links oben, zeige ich die Massenzahl rein. Jetzt kommen wir also zur Massenzahl oder A. Das ist die Anzahl von Protonen und Neutronen in einem Kern. Also wir haben die Protonen und Neutronen in einem Kern und es wird durch A dargestellt. A ist die Massenzahl. Also ist A ist die Anzahl der Neutronen plus die Anzahl der Protonen. Und für Protium oben habe ich ja nur ein Proton hier innen und keine Neutronen. Und 1 plus 0 gibt uns natürlich immer noch eine Massenzahl von 1. Ich zeichne die hier mal rot ein. Die Massenzahl A ist rot. Die Massenzahl A ist rot. Und ich nehme nochmal eine andere Farbe für die Atomzahl. Nehmen wir mal Magenta, genau. Also links unten steht die Atomzahl, das ist Z. Und links oben drüber, das ist die Massenzahl und das ist A. Und dieses Symbol zeigt mir eben dann das Protium. Jetzt machen wir nochmal eins fürs Deuterium. Also es bleibt immer Wasserstoff, chemisch Wasserstoff. Es bleibt auch immer weiter ein Proton im Kern.
Und die Massenzahl steht links drüber. Das ist die Summe von Protonen und Neutronen. Wir haben ein Proton und ein Neutron. 1 und 1 ist 2. Also habe ich hier links oben muss ich eine 2. Jetzt kommt Tritium. Ist immer noch Wasserstoff. Ich schreibe Wasserstoff hin. Und ich habe immer noch ein Proton im Kern. Die Atomzahl ist 1, deswegen zeichne ich eine 1 hin. Und die summierte Anzahl Massennummer wird 3 sein. Nämlich ein Proton plus 2 Neutronen ergibt uns insgesamt 3. Hier hast du also die Wasserstoffisotope und die Symbole, die erlauben es uns, die zu unterscheiden. Und jetzt machen wir noch ein paar Übungen hier. Jetzt schauen wir uns mal Kohlenstoff an. Wir haben 6 und 12. 6 und 12, 6 unten, 12 oben. Und jetzt überlegen wir uns, wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen drin sind. Als erstes denken wir mal über die Protonen nach. 6 ist die Atomzahl. Und es ist also die Anzahl der Protonen. Wir haben also hier 6 Protonen in diesem Kohlenstoffatom drin. Es ist ein neutrales Atom und deswegen muss die Elektronenzahl gleich sein. Wenn ich 6 Protonen habe, habe ich also auch 6 Elektronen drin. Und wie finden wir jetzt die Anzahl der Neutronen raus? Jetzt schreiben wir einfach mal hin. Wir haben ja gerade die Formel schon. A ist die Massenzahl, ist gleich die Z plus N, also die Atomzahl plus die Anzahl der Neutronen. Also ist die Massenzahl, ich schreibe sie mal hier hin, das ist die 12. 12 ist gleich die 6 plus die Anzahl der Neutronen. Plus die Anzahl der Neutronen. Also weiß ich, dass die Anzahl der Neutronen 6 ist. Ich habe also 6 Neutronen hier drin. Also du ziehst quasi nur die Atomzahl von der Massenzahl ab und du kriegst die Anzahl der Neutronen in deinem Atom. Noch eins. Carbon 13 oben und 6 unten. Also 13 steht oben und 6 steht unten. Die Atomzahl ändert sich nicht, denn wir reden immer über Kohlenstoffisotope. Wenn du die Atomzahl änderst, hast du ein anderes Element. Also ich habe immer 6 Protonen im Kern von diesem Atom und in einem neutralen Atom habe ich die gleiche Anzahl von Elektronen drin, also 6. Und wie viele Neutronen habe ich da drin? Und genau wie zuvor, wir ziehen quasi die Atomzahl von der Massenzahl ab. Wir müssen also hier 13 minus 6 rechnen und das ergibt 13 minus 6 ist natürlich 7. Ich habe also 7 Neutronen in diesem Atom, in diesem Kohlenstoffisotop. Es gibt noch eine andere Weise, die Isotope darzustellen. Machen wir, siehst du es auch so, du schreibst das Element hin und dann machst du hier ein Bindestrich 13. Carbon 13 bezieht sich also auf dieses, man nennt es Hyphen-Beschreibung. So kannst du es auch schreiben. Und machen wir mal noch ein Beispiel. Und machen wir Uran. Die Anzahl von Uran ist 92, Atomzahl und die Massenzahl ist 235. Wie viele Protonen, Elektronen und Neutronen habe ich hier drin in diesem Uranatom? Also nochmal, für Protonen schauen wir auf die Atomzahl, die ist 92. Also habe ich 92 Protonen da drin. In einem neutralen Atom habe ich die gleiche Anzahl von Elektronen, also auch 92. Und jetzt will ich am Ende noch die Anzahl der Neutronen rausfinden. Dann müssen wir diese Zahl hier links unten von der Massenzahl abziehen. Machen wir jetzt 235 minus 92 und das ergibt uns 143 Neutronen habe ich in diesem Uranatom.